und herzlich willkommen zu Deutschlands langweiligste Landstraßen. Hier ist der Daniel und schön, dass du dir meinen Vlog anguckst. Ich habe mir wieder was Neues angeschafft und wollte es unbedingt ausprobieren. Und zwar die GoPro Jaws. Das ist diese klammerartige Befestigung für die Kamera in Verbindung mit so einem kleinen Schwanenhals, der so beweglich ist mit ein bisschen Kraftaufwand. Und dazu musste das Motorrad noch unbedingt mit den neuen Reifen bewegt werden. Dazu vielleicht irgendwann später mehr. Das Jaw-Ding kann man so auseinanderbauen, einzeln verwenden. Ich habe es jetzt mal an verschiedenen Positionen am Moped ausprobiert, wie das Ganze dann halten kann. Besonders gut gefällt mir, dass es so schön gummiert ist. Da hat man nämlich nicht so viel Angst, was kaputt zu machen. Jetzt für dieses Video heute habe ich es vorne so festgemacht, vorne am Windschutzschild. Bisschen skeptisch ist man natürlich, dass das Ganze hält, aber ich wurde positiv überrascht. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, wo ich hier lang fahre, das ist die L3193 aus Richtung Langenselbold, Richtung Büding, vorbei an Ronneburg. Da war ich das letzte Mal schon unterwegs. Und wie man hier schon schön sehen kann, die Kamera hält. Also ich bin jetzt hier wirklich Geschwindigkeiten gefahren, etwas über 50 km/h, wie man sieht. Und das Ding hält wirklich sehr, sehr gut. Es hat nicht gewackelt, hat nicht rumgerüttelt. Alles in allem hat man ein schönes Bild, auch mit der Superview-Einstellung der GoPro hat man da vorne wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Sicht. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen doof dran ist, ist, dass der Ton der Kamera natürlich wieder beschissen ist. Ich glaube, ich mache den jetzt hier gerade mal kurz ein paar Sekunden lauter, damit ihr wisst, was ich meine. Und das war jetzt grob geschätzte 70 bis 80 km/h. Also man hört den Wind halt sehr deutlich da vorne. Ich meine, es ist auch nicht verwunderlich. Der Wind ballert da vorne direkt auf das kleine Ding drauf. Das steckt an seinem Aluminiumgehäuse, wie ihr auf dem Bild auch gesehen habt. Kann man vom Ton nicht viel erwarten von der Kamera. Nichtsdestotrotz, ich finde die Bilder sehr, sehr, sehr schön. Man kommt sehr gut mittig, der Himmel sieht blendend aus und das Hypersmooth macht wirklich gut seinen Dienst. Man kann überhaupt nicht meckern. Es ist nicht vorne im Sichtfeld, auch sehr wichtig. Und ich gucke natürlich, wenn ich so einen Scheiß jetzt hier mache, immer drauf, ist jemand hinter mir. Weil erstmal mache ich die Klammer dran im Stand natürlich, gucke, ist das fest? Rüttelt das, kann das irgendwie abfallen. Ich hatte so ein paar Positionen beispielsweise hinten an meinem Topcase ausprobiert, wo ich mir dachte, nee, ein bisschen dran gerüttelt, hat den ganzen Krempel in der Hand, das kommt nicht gut. Deswegen, ich möchte immer darauf achten, dass das Ding nicht durch die Gegend fliegt. A, um andere nicht zu gefährden, B, um mich selbst nicht zu gefährden. Und dann natürlich C, habe ich auch keine Lust, für jedes Testvideo hier eine neue Kamera zu kaufen. Verständlich. Apropos andere gefährden, da wir hier gerade unterwegs sind, ich muss leider jedes Mal dran denken. Gleich komme ich an einer Stelle vorbei. Falls jemand in Hessen, mein Kinzigkreis, beheimatet ist. Hier findet jedes Jahr in Gründau das sogenannte Anlassen statt. Ich glaube, das gibt es auch anderswo in Deutschland, halt diese traditionellen Veranstaltungen mit Gottesdienst und nachfolgendem Motorradkorso Richtung Gelnhausen. Da gab es 2018 bei Ronneburg leider einen folgenschweren Unfall, bei dem ein Teilnehmer auf die Idee kam, ein Wheelie zu machen. Was jetzt bei mehreren hundert Maschinen nicht so die tolle Idee ist und ist dann auch wirklich auch jemanden anscheinend hinten drauf gerauscht. Das war jetzt gleich hier an dieser Stelle, da waren dann mehrere Wochen, Monate lang die Markierung auf der Straße zu sehen, wo welche Teile lagen. Ich meine, Wheelie schön und gut, wenn man gesicherte Umgebung hat, wenn man weiß, was einen erwartet. Kann das jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, wenn man in einem größeren Motorradkorso unterwegs ist, von dem man schon nicht weiß, was einen erwartet, sollte man das doch lieber sein lassen. So mal zur Ernsthaftigkeit am Rande. So,
Kommen wir zurück zur GoPro Jaw, die ich hier in dem Video eigentlich oder mit diesem Video eigentlich teste. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von der Verarbeitungsqualität. Also ich habe auch natürlich hinterher an meine Windschutzscheibe geguckt, ob da irgendwas ist, ein Kratzer oder so, und nö, nix. Also zugegeben, meine Vorstromscheibe sieht jetzt nach 8 Jahren auch schon ein bisschen älter aus. Normale Steinschläge, Kratzer, Insekten und so weiter, alles vorhanden. Aber ich hätte jetzt doch irgendwie erwartet, dass da an der Stelle, an der die Klammer aufsetzt, zumindest rechteckige Kratzer drauf sind, aber durch die Gummierung ist das quasi nicht vorhanden. Auch ich möchte erwähnen, da ist innen so ein Gummiband, dass man überhaupt gar keine Angst haben muss, dass innen die Metallklammer, Feder und so weiter mit irgendwas in Verbindung kommt. Das ist nicht gegeben. Also da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei günstigen Nachahmerprodukten ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn im einen oder anderen die Klammer mit, ich glaube, Originalpreis 70 Euro, Onlinehandel 50 Euro zu teuer ist. Ich habe so, wie gesagt, gebraucht geschossen bei eBay Kleinanzeigen. Bin jetzt auf Runde 30 Euro ungefähr gekommen. Und für den Preis bin ich jetzt damit auch sehr, sehr zufrieden. Ich habe natürlich auch noch andere Positionen getestet am Motorrad, aber weil die Strecke so schön ist von Langselbold über Ronneburg nach Büdingen, wollte ich das mal als komplettes Video machen. Und die anderen Positionen werde ich jetzt einfach mal im zweiten Video im Nachgang vorstellen. Da sind auch Sachen dabei, die jetzt nicht so wirklich toll sind und Spaß machen, lange anzuschauen. Aber die Strecke hier, wie gesagt, die macht mir selbst immer Spaß zum Fahren. Hab ja jetzt, wie gesagt, auch neue Reifen drauf. Wollte die jetzt einfach mal testen. Auch nicht unbedingt da, wo man sich nicht auskennt, sondern da, wo ich weiß, was mich erwartet. An manchen Stellen halte ich immer ein bisschen Abstand, so wie hier jetzt zu dem Auto da vorne, weil ich jetzt A, keinen Bock hatte, in der langen Kurve zu überholen. Da kommt doch immer viel Gegenverkehr und das Nummernschild nicht im Video haben wollte und so weiter. Dann doch zu faul bin, mit Shotcut die Scheiße rauszuschneiden. Aber ich sag mal so, meine paar Abonnenten, die ich habe, freut euch auf das nächste Video mit den neuen Positionen. Gerade hat man schon gesehen an den Stromleitungen, da ist dieser Superview Fischaugenoptik-Effekt ein bisschen arg übertrieben. Aber ich finde es cool. Also diese Position vorne am Moped, das macht Spaß. Also kann man wunderbar Landschaften erfassen und so weiter. Unten am Motorschutz, wo ich auch schon die Kamera dran hatte, da hat man dann doch immer so ein bisschen das Rad in der Sicht und so. Das gefällt mir auf Dauer persönlich dann doch nicht. Wenn man sich einfach so ein paar Videos als Erinnerungsstücke machen will oder um Fotos rauszuschneiden, da ist so eine Position doch ganz cool. Finde ich zumindest. Ansonsten, wie findet ihr das? Wie findet ihr die Position? Habt ihr noch Fragen dazu? Soll ich noch mehr Fotos von der Jaw machen? Video direkt über die Jaw oder habt ihr andere Wünsche? Schreibt mir einen Kommentar drunter, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis bald, euer Daniel. Thank you.